Risiko, Erhaltungsaufwendung. Ne? So eine Bude muss ja auch irgendwie am Laufen gehalten werden. Auch da gibt es unterschiedliche Strategien. Das ist so ein Trend aktuell auch von Handwerkern. Ja, das muss nach der ENEV gemacht werden. Energieeinsparverordnung. Wo steht das da konkret? Ja, steht da drin. Ich so, oh, dann werde ich mal neugierig. Ich so, wo konkret? Zeig. Hier, Text. Ich will es lesen. Ja, nicht einfach nur irgendwas erzählt bekommen. Trinkwasserverordnung ist eine ganz neue Sache. Habe ich auch gerade. Da sind noch alte Bleirohre drin. Das hat 60 Jahre keine Sau interessiert. Ja, warum interessiert es plötzlich? Weil die einfach die Grenzwerte runtergesetzt haben. Deswegen ist es plötzlich akut, damit die armen Handwerker genug zu tun kriegen. Was gibt es noch Neues? Wie gesagt, Hamburg Wasser, die Abwassermengen. Wir haben einen eigenen Brunnen. Das passt denen nicht, weil sie an uns nicht genug Geld verdienen. Dichtigkeit der Abwasserleitung. Und auch ganz toll. also da würde ich immer gucken, muss man auch sehen, was man da genau macht. Wenn ich, sagen wir mal, entsprechend richtig große Reserven habe, ist mir die Höhe der Instandhaltungsrücklage eher nicht so wichtig. Wenn ich aber nichts mehr auf der Naht habe und die kommen auf die Idee, eine neue Wärmedämmfassade davor zu klatschen, und da ist jede Wohnung dann plötzlich mit 10.000, 20.000 oder wie bei mir mit 40.000 Euro dabei, dann muss man wissen, wie man mit so einer Hausverwaltung umgeht. Der jagen wir gerade einen Anwalt auf die Pelle. Kam ein ganz arrogantes Schreiben vom Hamburger zurück. So nach dem Motto, oh, ist die kleine dumme Anwältin. Das haben wir aber bewusst so gemacht. Wir haben erstmal die angestellte Anwältin vorgeschickt, um dann zu gucken, wie die reagieren und ob die sich in Fehler verstricken. Genau das haben wir erreicht. Da kam die Argumentation, da muss eine neue Fassade davor für 40.000 Euro pro Wohnung bei Heizkosten im Monatsdurchschnitt über das ganze Jahr von 40 Euro. Soll das ein Nullenergiehaus werden und selbst dann 40 Euro, sagen wir 500 im Jahr mal 10 Jahre, dann wären das 5.000 Euro. Da steht auch im BGB, dass das angemessen sein muss. Und selbst wenn ich gar keine Energieverbrauch mehr hätte, ist das nicht angemessen. Das muss ich amortisieren in 10 Jahren. Muss man alles wissen. So, Spezialseminar, Eigentümerversammlung, Hausverwalter. Wie vermeide ich existenzbedrohende Sonderumlagen, erkenne unsaubere Hausverwalter.